Ja, ich spreche jetzt mit Professor Dr. Patrick Sagter-Pollrack am Institut für Geographie und Regionalforschung der Universität Wien. Patrick Sagter-Pollrack beschäftigt sich schon seit vielen Jahren mit dem Thema Umwelt, Wandel und Migration, auch Migration als Anpassung, und hat dazu in Asien und Afrika geforscht. Aktuell in mehreren Forschungsverbünden aktiv zum Thema in vielen Ländern, in Thailand, Nepal, Äthiopien, Marokko, Ghana, Sudan, Mali und noch mehr. Also wirklich ganz aktuell hier drin. Patrick, wir haben gesehen, dass Migration unter bestimmten Bedingungen ja durchaus auch zur Anpassung an den Klimawandel beitragen kann. Ob das gelingt oder nicht, das hängt von individuellen Faktoren ab, aber auch von der Armutssituation, von Haushalten und den Migrantinnen und Migranten, aber auch von strukturellen Rahmenbedingungen. Eine Frage, die mich interessiert natürlich, was sind denn so die zentralen Mechanismen, wie Migration tatsächlich Anpassungen unterstützen kann? Ja, ich glaube, grundlegend, wenn wir von Migration als Anpassung sprechen, das sind die Mechanismen erstmal, dass durch Migration Haushalte, Communities Risiko diversifizieren kann. Das heißt, geografisch gesehen, das heißt, ein Haushalt ist verbunden über verschiedene Orte, die nicht nah beieinander liegen, und die Wahrscheinlichkeit, dass sie von denselben Risiken, von denselben Naturereignissen betroffen sind, ist relativ gering. Das heißt, wenn der eine Teil des Haushalts betroffen ist, kann der andere Teil sozusagen einspringen. Häufig ist auch noch eine Diversifizierung im Sinne vom Sektor, wo die Haushalte dann eingebettet sind, im wirtschaftlichen Sektor gegeben. Das heißt, normalerweise ist der Haushalt in der Heimatregion, in der Landwirtschaft beschäftigt, und der Migrant und die Migrantin häufig dann im industriellen Sektor oder im Service-Sektor. Das heißt, dass da eine weitere Diversifizierung stattfindet. Wichtig dafür, dass das dann auch ein Mechanismus ist, der zur Anpassung beiträgt, ist, dass die Haushalte, die Familienmitglieder und die Person, die dann migriert ist, irgendwie in Verbindung bleiben. Das heißt, dass da Verbindungen gibt, häufig in Form von finanziellen Transfers, aber auch in Form von Transfer von Wissen, sprich hier von sogenannten Social Remittances, soziale Remessen, die dazu beitragen kann, beispielsweise Innovationen zu induzieren, die dann die Anpassungsfähigkeit erhöht. Ich glaube, das sind so die zentralen Mechanismen, wie Migration als Anpassung funktioniert. Was wären denn dann so Grenzen oder was wären denn so Bedingungen, unter denen das zum Erliegen kommt? Das funktioniert ja nicht immer, vielleicht hört es irgendwann auf zu funktionieren. Was können wir denn da beobachten? Ja, zum einen müssen die Bedingungen gegeben sein, dass das, was ich eben beschrieben habe, dass zum einen die Menschen migrieren können, Mobilität möglich ist, gegeben ist, und zum anderen, dass auch die Verbindungen aufrechterhalten bleiben. Und letztlich noch der Punkt, dass die Tatsache, dass durch Migration eine geografische Distanz zwischen verschiedenen Haushaltsmitgliedern gegeben ist, dass das dann auch diese Risikodiversifizierung ermöglicht. Das heißt, dass beide Haushalte nicht gleichzeitig von Risiken, Naturkatastrophen und sonstigen Ereignissen betroffen sind. Und da sind die Grenzen, das sieht man jetzt aktuell bei der Pandemie, dass wenn quasi hier multiple Krisen zusammenkommen, globale Krisen, wo unterschiedliche Orte dann gleichzeitig von Belastungen betroffen sind, kann es sein, dass zeitgleich mit einer Dürre und Pandemiebetroffenheit im Herkunftsort das zusammenfällt, auch mit der Betroffenheit von der Pandemie und anderen Ereignissen der Migranten. Das heißt, dass dann dieser Aspekt, dieser Mechanismus nicht mehr greift, und dann kommt quasi Migration als Anpassung an seine Grenzen. Zudem gilt es auch für die anderen beiden Aspekte, die Mobilität. Wir sehen jetzt hier auch aktuell in der Pandemiebedingung, dass es immer mehr Mobilitätsrestriktionen gibt, und auch schon vor der Pandemie gibt es eine weitere Verschärfung, gerade was internationale Migration angeht, der Einreisebestimmungen, die diese Möglichkeit, das Potenzial von Migration zu nutzen,
was schmälert. Und letztlich ist auch noch die Frage, da ist weitere Forschung notwendig, inwiefern über die Zeit hinweg diese Verbundenheit zwischen den Migrantinnen und den in den Familienmitgliedern, in den Heimatregionen, Heimatdörfern, wie die über die Zeit hinweg aufrechterhalten bleiben kann, was die Bedingungen sind, dass die aufrechterhalten bleiben. Und je nachdem, wie die sich entwickeln, und das hängt davon ab, wie Migranten dann in unterschiedlichen Gesellschaften eingebettet sind, das ist ein Aspekt, kann man dann darauf zurückgreifen oder auch nicht mehr zurückgreifen. Das heißt, dass Migranten dann auch vielleicht nicht mehr in der Lage sind, gewillt sind, entsprechend Transferleistungen zu leisten, weil es einfach keine moralische Verpflichtung mehr gibt, keine Verbundenheit mehr gibt. Das wären so interne Faktoren, die dazu führen können, dass Migration als Anpassung so an ihre Grenzen gerät. Also wenn man jetzt diese sag mal, Grenzen oder Bedingungen, die das schwierig machen, mal nimmt und in die andere Richtung denkt, was müssten wir denn machen, um dann Migration als Anpassung zu unterstützen? Jetzt mal über die beiden großen allgemeinen Punkte raus, klar, Klimawandel begrenzen, Emissionen reduzieren und Anpassung vor Ort fördern. Aber was muss man jetzt, wenn man gerade diese Grenzen der Anpassungsfähigkeit, die du beschrieben hast, nimmt, denken wir das mal ins Positive. Was wären zentrale Elemente? Wie können wir das unterstützen, Migration als Anpassung? Ja, das ist eine gute Frage, weil es ist, adressiert die Frage, ob wir Migration letztlich steuern können und wollen oder ob man Migration als etwas begreift, was quasi Teil der Menschheit ist, was schon immer passiert ist. Die Menschen sind von einem Ort zum anderen gewandert und dass man das dann als Ausgangspunkt letztlich nimmt. Wenn wir von Migration als Anpassung sprechen, dann wäre das quasi eine persönliche Position, würde ich nicht sagen, dass das Ziel ist, mehr Migration zu fördern oder Migration einzudämmen, sondern die Möglichkeiten für die Menschen erhöhen, dass sie die Freiheit haben, sich zu entscheiden, zu migrieren oder nicht zu migrieren. Ich glaube, das ist ein ganz zentraler Punkt. Das heißt, die Bedingungen, die Handlungsfreiheiten der Menschen zu erhöhen, zu migrieren und nicht zu migrieren. Da in diesem Zusammenhang, also Migration als ein alltäglicher Aspekt in unserer globalisierten Welt zu betrachten. Dann geht es natürlich auch darum, zu fragen, wann funktioniert Migration als Anpassung? Wann sind eigentlich Migrantinnen und Migranten in der Lage, entsprechend die Heimatregionen und die Familienmitglieder in diesen Regionen zu unterstützen? Ich glaube, da ist ein ganz wichtiger Aspekt, dass letztendlich die Verwundbarkeit und die Prekarität von Migranten und Migranten auf dem Weg in ihre Zielregion, in den Zielregion verringert wird. Das heißt, dass Migranten und Migranten nicht marginalisiert und prekarisiert werden, sondern entsprechend der restlichen Bevölkerung dieselben Rechte hat, beispielsweise auch was Zugang zu sozialen Dienstleistungen angeht, sozialen Sicherungssystemen angeht. Ich glaube, quasi diese Gleichstellung der Migranten und Migranten mit der übrigen ansässigen Bevölkerung war beispielsweise ein wichtiger Aspekt, das Potenzial von Migration als Anpassung zu erhöhen. Das ist so ein bisschen verbunden dann damit, ne? Wir haben ja in den anderen Lektionen und in den anderen Videos auch schon gesehen, wir können eigentlich erwarten mit verstärkenden Klimawandelfolgen, dass es möglicherweise oder wahrscheinlich auch zu mehr Migration, vor allem innerhalb von besonders betroffenen Ländern kommt. Denken wir an Bangladesch, Länder wie Thailand, aber auch viele viele Länder im subsaharanischen Afrika. Wie können sich denn die Länder da oder wahrscheinlich auch Städte auf Migration, die mit dem Klimawandel zu tun hat, vorbereiten und dann eben möglicherweise unterstützend wirken, dass Migranten ihre Herkunftshaushalte oder Orte besser unterstützen können? Eine gute Frage. Die Frage stellt sich und hier zeigen ja auch die Ergebnisse der aktuellen Forschung, dass die Migration, die dann durch Klimawandel bedingt sein wird, schon ist, entlang von existierenden
Migrationsfaden letztendlich verläuft. Das heißt, die Orte, Städte oder auch internationale Destinationen, die zukünftig das Ziel von Wanderungen im Kontext von Klima- und Umweltwandel sein werden, sind sowieso schon Orte, in denen Migranten sind. Und ich glaube, dass da bereits eine sehr klare Vorstellung darüber besteht, was gut funktioniert, was beispielsweise Integrationsmaßnahmen angeht und was nicht so gut funktioniert. Ich bin da kein Experte, was Immigration angeht und Integrationspolitik, aber ich glaube, da gibt es eigentlich keinen Unterschied. Es sind Menschen, die kommen irgendwo hin. Der Grund, warum sie irgendwo hinkommen, ist hier quasi sekundär. Das Ziel müsste sein, wie vorhin bei der vorigen Frage schon angerissen, den Menschen quasi dieselben Zugangsmöglichkeiten zum Arbeitsmarkt, zum sozialen Dienstleistungen zu geben, ihnen quasi das Leben in der neuen Heimat zu ermöglichen. Und das ist unabhängig davon, ob sie jetzt von einer Dürre geflohen sind oder sich entschieden haben, woanders das Glück zu suchen. Ist denn Migration jetzt unabhängig von den Gründen, ob das nun umweltbedingt ist oder sonst wie, ist das im großen Themenbereich, sagen wir mal, ländliche Entwicklung, Entwicklungsplanung, ist das da ein Thema oder ist das so ein bisschen abgekoppelt? Mein Eindruck ist, dass wir relativ unabhängige Debatten haben im Bereich Migration und Migrationspolitik und sonst wie Planung, Entwicklung und menschliche Entwicklung. Und welche Rolle hat da vielleicht auch Migration als Anpassung? Weil das ist ja dann ein ganz klarer Brückenbauer zwischen Anpassungs- und oft ländlicher Entwicklung und Migration. Ich glaube, da verändert sich etwas. Ganz lange wurde Migration, gerade in der ländlichen Entwicklungspolitik, soweit ich es beurteilen kann, als etwas angesehen, das irgendwie unterbunden werden soll. Wenn Leute migrieren, ist es ein Zeichen eigentlich davon, dass ländliche Entwicklung nicht funktioniert hat und deswegen die Menschen einen Grund haben, wegzumigrieren. Ich glaube, das wurde sehr stark, also dieser Vorstellung, dass Menschen sesshaft sind und quasi die Migration, die Ausnahme, wurde Migration hier eigentlich sehr, sehr negativ konnotiert. Ich glaube, da gibt es ein... es ist vielfach immer noch so zu finden. Ich glaube, wichtig wäre hier eben Migration als Norm zu betrachten und in entsprechenden Entwicklungspraxis, in Entwicklungspolitik entsprechend auch mit einzubeziehen. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, was ländliche Entwicklung angeht, was Klimaanpassung angeht, das wäre ganz zentral. Und da haben wir im vergangenen Projekt beispielsweise mit einer NGO, die im Bereich von Community Climate Change Adaptation arbeitet, in diese Richtung gewirkt, indem wir quasi den Kooperationspartnern, die ihn quasi diskutiert haben und aufgezeigt haben, welche Rolle Migration eigentlich spielt in den Dörfern, in denen sie arbeiten, wo ganz viele Leute migrieren. Dass man zumindest darüber reflektiert, welche Implikationen das haben kann. Darf natürlich auch nicht irgendwie in das andere Extrem rutschen und sagen, okay, Migration ist die Lösung für alle möglichen Probleme. Das will ich ja auch gar nicht quasi transportieren, diese Botschaft, sondern dass man es aber zumindest mitdenken muss. Ich glaube, das wäre wichtig. Wir als Migrationsforscher fokussieren uns halt darauf, aber mir ist es und uns ist auch ganz bewusst, dass das natürlich eingebettet ist in noch ganz andere Entwicklungsprozesse, die häufig auch wirkungsmächtiger sind und einen größeren Einfluss haben. Ja, das klingt für mich danach, wenn ich jetzt mal überlege, in den letzten Jahren, da hat sich ja schon auch einiges getan. Wir haben den Global Compact for Safe and Orderly Migration, der ja im Prinzip anstrebt, Migration zu managen, sagen wir mal. Ob das nun in allen Fällen gelingt oder nicht, das ist das andere, aber das so ein bisschen auch weggeht von Migration verhindern zu Migration managen. Wenn ich das mal aufnehme, was du jetzt gesagt hast, dann würde ich ja denken, eigentlich müssen wir noch mal darüber hinausgehen sogar und sagen, wir müssen vom Migration managen hin zu
Translokalität managen, also diese Lebenssysteme, die ja über Länder oder über Orte hinweg verbunden sind. Und das Zweite ist, brauchen wir vielleicht auch einen Global Compact für Domestic Migration, also für Binnenmigration, denn der bezieht sich ja nur auf internationale Migration. Und wenn man sich die Zahlen anguckt, es gibt ja wahrscheinlich etwa dreimal so viele Binnenmigrantinnen und Migranten wie internationale Migranten. Genau, ich glaube, das würde ich dir zustimmen. Wobei die Frage ist, wie man Translokalität dann managt, aber dass man zumindest die Welt als eine vernetzte Welt betrachtet bewusst ist, wenn man wenn Entscheidungsträger bestimmte Entscheidungen treffen, welche Implikationen das in dieser vernetzten Welt hat, unter anderem auf die translokalen Haushalte, Personen, die hier also über verschiedene Orte vernetzt sind. Ich glaube, das wäre ein wichtiger Punkt, der mit bedacht werden muss. Der Global Compact of Migration ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Schritt, weil vorhin auch schon kurz erwähnt, wenn es möglich wird, die Verwundbarkeit von Migranten und Migranten zu reduzieren, ist es auch, glaube ich, ein wichtiger Schritt dahingehend, dass das Potenzial von Migration als Anpassung auch genutzt werden kann. Und häufig ist es so, da würde ich ja auch recht geben, dass wenn wir über Migration sprechen, implizit wir immer über internationale Migration nachdenken und das im Blick haben, wobei Binnenmigration natürlich auch ein ganz wichtiger Aspekt ist, den zu regulieren nochmal ganz andere Fragen aufwirft. Aber dass man zumindest Binnenmigration nicht ganz aus dem Blickfeld verliert, gerade was auch Migration als Anpassung angeht, da gerade ärmere Haushalte, die dann besonders betroffen sind vom Klimawandel, häufig ja gar nicht die Möglichkeiten, die Ressourcen haben, international zu migrieren. Ja, dann würde ich dir auf jeden Fall ganz, ganz herzlich danken für die Zeit, die du dir genommen hast und für die tollen Inputs, die du uns hier gegeben hast. Danke dir für die Möglichkeit, hier zu sprechen.